Tag auch. Ihr dürft mich heute begleiten zu einem Location Scouting. Und zwar geht es heute ans Funkstätter Moor. Die Geschichte dazu bleibt dran. Einen wunderschönen guten Tag vom Erlensee aktuell. Das ist nicht das Ziel der heutigen Reise. Hallihallo zusammen. Wir sind heute, ja, wir machen heute Location Scouting zusammen. Ich möchte ans Funkstätter Moor. Das liegt an der Bergstraße. Und genau nebendran liegt der Erlensee, an dem stehe ich jetzt gerade. Das ist ein beliebter Anglersee hier. Und Geschichte dazu. Benjamin, der Kumpel, mit dem ich ab und zu mal fotografieren gehe, fragte mich neulich, kennst du eigentlich das Funkstätter Moor? Und das musste ich verneinen. Ich habe das bis dahin auch noch nie gehört, ehrlich gesagt, was ein bisschen verrückt ist, weil auch auf vielen, vielen Radtouren der letzten Jahre kam ich hier zwar eigentlich schon vorbei, aber habe es irgendwie nie bewusst wahrgenommen. Da sieht man, dass man durch oder mit Kamera dann vieles doch tatsächlich anders sieht. Und er selbst kam auf den Spot auch durch Instagram, weil jemand, dem er folgt, hat neulich mal Bilder von hier gepostet. Und so kam er auf diese Location, hat mich dann eben gefragt. Ich musste entsprechend verneinen. Ja, und habe aber gesagt, ich setze es auf die Liste. Gesagt, getan. Für mich geht es heute darum, festzustellen, ob diese Location hier geeignet ist für Sonnenaufgangs- oder Sonnenuntergangsfotografie. Denn wer mich ein bisschen kennt, weiß, da nutze ich Gewässer am allerliebsten für. Wobei ich hier am Erlensee schon gesehen habe, das ist nur ganz bedingt tauglich, weil hier gehen Stromleitungen genau übers Wasser. Und das verfolgt mich ja so ein bisschen. Gewässer und Stromleitungen, das ist Aber okay. Den Erlensee möchte ich mir dafür auch erstmal nur bedingt anschauen. Vielleicht später auf dem Rückweg dann nochmal hier vorbeikommen und einmal drum herum gehen. Jetzt geht es erstmal weiter ans Funkstätter Moor. Das ist dann noch ein Kilometer nebendran. Und Location Scouting. Also für mich geht es heute darum, dann eben mir schon mal 1-2 Spots rauszugucken, um zu checken, sind die denn tauglich für Sonnenaufgangs- oder Sonnenuntergangsfotografie. Dafür werde ich wieder Fotopilz zu Hilfe nehmen, meine App dafür, um den Sonnenstand zu den verschiedenen Jahreszeiten entsprechend zu bestimmen, um dann eben zu gucken, habe ich da irgendwie was Cooles mit Vordergrund, mit Gewässerstimmung irgendwie. Aber so, dass ich auch die Sonnenstimmung oder zumindest die Himmelsstimmung mit reinbekommen könnte. Das ist halt so mit den Gewässern, wenn die so von Bäumen umgeben sind. Ja, da sieht man natürlich den Sonnenaufgang selbst an und für sich nicht. Aber wenn man eine Position findet, wo man noch so ein bisschen Himmel mit reinnehmen kann, dann wäre das natürlich ganz klasse. Ob das funktioniert, weiß ich nicht, werde ich sehen. Heute geht es noch nicht darum, hier tatsächlich den Sonnenuntergang auch zu fotografieren. Ich hätte zwar theoretisch das sämtliche Equipment dabei, aber es ist noch mitten am Tag. Und ich habe nicht vor, bis in die Abendstunden hier zu verbringen. Aber ich möchte es erstmal auf Tauglichkeit checken. Und wenn es diesen Check von mir besteht, dann komme ich demnächst oder vielleicht auch viel, viel später im Jahr nochmal her und setze das Vorhaben dann in die Tat um. Also von daher bin ich mal gespannt, was mich erwartet und ihr dürft mich dabei begleiten. Also ich würde mal sagen, wir gehen mal ein bisschen weiter in Richtung Moor. Thank you.
also den Location-Check für potenzielle Sonnenaufgangsfotografie hat der Erlensee schon mal bestanden. Da kam ich jetzt nämlich durch Zufall an ein, zwei Spots vorbei, wo die Stromleitungen nicht so sehr das Problem gewesen wären. Und man hat im Hintergrund einen wunderschönen Blick auf den Mellibokus. Das ist ja hier die höchste Erhebung, die wir hier so in der Region haben. Das ist also soweit der Vorteil. Der Nachteil ist, die Sonne geht mitten im Winter genau hinter dem Mellibokus auf. Also es dürfte dann so Dezember, Januar werden. Ich habe es jetzt eben mit Fotopilz nicht nachgeschaut, aber so ein bisschen kennt man das ja dann doch. Ich gucke mir das im Rückweg nochmal an. Das wäre aber natürlich halt relativ cool, ne? Wenn man dann so die Sonne genau hinter dem höchsten Berg einfängt und im Vordergrund irgendwie einen See hat. Und hat natürlich dann noch den weiteren Vorteil, dass im Winter, im tiefsten Winter, wo es sicherlich auch ordentlich kalt sein wird, nichts los sein wird. Also hat ja auch Vorteile. Und das bedeutet nicht brutalst frühes Aufstehen, weil der Sonnenaufgang, da ja teilweise erst so gegen 8 Uhr morgens ist. Also von daher bin ich damit eigentlich schon mal zufrieden. Also eigentlich könnte ich an der Stelle abbrechen. Eine Location habe ich schon. Wenn auch nicht jetzt für demnächst, sondern erst für in einem halben, dreiviertel Jahr. Aber ich kam ja am eigentlichen Ziel, dem Moorsee, noch gar nicht an. Und das ist das, was ich jetzt eben noch erwähnen wollte. Funkstätter Moor, das ist dann schon so die Region, in der ich mich hier befinde. Und es ist auch ein bisschen moorig hier in der, auf den Wiesen und an den Waldgebieten. Aber es gibt ja halt einen See am Moor. Und das ist, oder am Moorgebiet, und das ist dann eben der Moorsee. Und das ist mein eigentliches Ziel und soll meine eigentliche Location sein. Habe ich noch nicht erreicht. Müssen wir noch ein Stück in diese Richtung. Von dort bin ich gekommen. Ich würde mal sagen, weiter geht's bei traumhaftem Wetter. Es macht richtig Spaß. Nächste Location erreicht und noch immer nicht der Moorsee. Ja, also neben dem Erlensee befindet sich noch ein weiterer kleiner See, der kleine Bruder vom Erlensee sozusagen, und das ist ein kleiner Anglersee. Ähnlich wie der Erlensee wird also auch dieser hier, weil es ein Anglersee ist, sehr, sehr gerne zum Angeln benutzt. Ich merke schon, ich rede wieder nur Stuss heute. Jedenfalls sind hier um den See herum Bänke verteilt, so dass man da auch prima mal kurz verweilen kann. Für Familien hier in der Gegend sicherlich ganz, ganz toll. Was mir hier schon aufgefallen ist und was natürlich nicht so schön ist, hier und da liegt dann tatsächlich Müll auf den Wegen oder Müll in den Gebüschen. Das ist dann natürlich, also es ist hier nicht vermüllt. Ne? Nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht, aber es ist halt auch nicht unsagbar sauber. Und das ist halt immer so ein bisschen schade. Und das ist halt leider das, was auch die Gattung der Hobby-Naturfotografen ganz gerne nicht so richtig verinnerlicht. Nicht, dass sie zwingend ihren Müll überall liegen lassen. Aber es ist eigentlich klar, man sollte auf den Wegen bleiben. Dafür sind die Wege da. Sich abseits der Wege aufzuhalten und dort zu verweilen, kann manchmal natürlich für ein Motiv mega sein, aber es ist halt einfach nicht Sinn und Zweck der Sache, denn irgendwas wird dabei immer plattgetreten und die Natur erholt sich davon eben nicht so schnell. Und deswegen an dieser Stelle einfach mal ein kleiner Appell. Es sollte eigentlich selbstverständlich sein, für ein Foto nicht alles zu tun, sondern einfach die Natur zu wahren und auf den Wegen zu bleiben. Das ist halt echt, echt super, super wichtig, um das einfach alles zu erhalten. Und glaubt mir, auch
wenn man auf den Wegen bleibt und sich nicht abseits der Wege aufhält, kann man relativ coole Fotos machen. Und das Argument ist dann immer, ja, dann habe ich Fotos, die irgendwie jeder hat. Ja, aber die andere Seite ist die, keiner wird heute das Rad mehr komplett neu erfunden. Jedes erdenkliche Foto an jeder erdenklichen Location wurde irgendwie schon gemacht. Von daher werdet ihr sowieso das Rad nicht neu erfinden. Und deswegen kann das nicht das Argument sein, der Natur gegebenenfalls Schaden zuzufügen. Auch wenn manche da vielleicht mit den Augen rollen oder das irgendwie so ein bisschen belächeln und sagen, ja, dann laufe ich da dann halt über die Wiese. Ja, es ist nicht Sinn und Zweck der Sache. So, damit senke ich den moralischen Zeigefinger mal wieder und mach mich mal weiter auf den Weg in Richtung Moorsee. So, Ziel erreicht. Also so ganz weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig, was ich von der Location halten soll. Ohne Frage, es ist ganz hübsch hier. Wobei jetzt heute ehrlich gesagt fast das Schönste an der Location die Wolken sind und die leichte Spiegelung da im Wasser. Ich weiß gar nicht, ob man die jetzt in der Kamera so gut einfangen konnte, aber ich habe es zumindest mal probiert, hier ein paar Bilder zu machen. Ich werde jetzt ja noch mal ein bisschen rumlaufen, aber für Sonnenauf- oder Sonnenuntergangslocation würde ich immer mal sagen, nee. Kann ich mir jetzt gerade nicht so richtig vorstellen, also flasht mich jetzt hier nicht. Nicht verglichen zu anderen Orten, die ja genauso weit weg sind oder zumindest mal nicht irgendwie deutlich weiter weg sind. Also von daher, dafür den Weg jetzt hier her auf sich zu nehmen, eher nicht. Aber in Kombination natürlich mit dem Erlensee ein paar Meter weiter nebendran, ist es natürlich schon dann eine Option. Und ganz generell gesehen als Ausflugsziel hier natürlich relativ cool. Also dafür dann schon wieder, ne, ich beziehe mich jetzt in der Meinung, dass es mich nicht so flasht rein aufs Fotografische. Vielleicht liegt es aber auch an meinem fotografischem Auge, das er jetzt in dem Moment hier versagt. Aber an und für sich ist es natürlich relativ nett hier und recht idyllisch. Also an und für sich Ausflugsziel. Moorsee bei Pfungstadt definitiv Daumen hoch. Ja, also da macht man nichts verkehrt hier. Thank you.
ich habe jetzt irgendwie eigentlich die ganz nette oder eine ganz nette Location gefunden, weil wenn man dann jetzt hier an so einem Kopfende des Sees steht und hat dann jetzt so eine Wolkenlage wie heute, schön mit ein paar Wölkchen drin und ein bisschen blauen Himmel, dann hat man natürlich relativ geile Spiegelungen im Wasser und aus denen kann man natürlich richtig schön was rausholen. Also von daher stellt mich das jetzt gerade fotografisch doch mal noch so ein bisschen zufrieden. Also ja, nach wie vor behaupte ich, nicht unbedingt was für Sonnenauf- oder Sonnenuntergang, aber was für die Galerie ist auf jeden Fall mit dabei. So, Zwischenfazit. Moorsee. Ja, ich glaube, es hat ein bisschen was mit der Erwartungshaltung zu tun. Ne? Wenn man so hört, Funkstätter Moor und Funkstätter Moorsee, dann hat man da die Erwartungshaltung, auch eine Moorlandschaft vorzufinden. Aber tatsächlich ist das nicht so. Das haben wir hier in Südhessen so auch einfach nicht. Wenn man da dann also ein Moor sehen möchte in Hessen, dann muss man dann halt schon in die Rhön. Das Rote Moor ist da zum Beispiel sehr, sehr bekannt. Von daher ist das hier vielleicht ein bisschen irreführend, was den Namen angeht. Vielleicht muss man da denglisch an die Sache rangehen. Man hat hier nicht einen Moorsee, sondern man hat hier Moorsee. Ja, also mit, jetzt hätte ich schon fast gesagt, mit dem Eibsee, mit dem Erlensee und dem See nebendran und dem Moorsee hat man also drei Seen hier wirklich auf einem Kilometer verteilt und das macht dann natürlich die Gegend relativ schön. Trotzdem, Zwischenfazit ist absolut positiv, wenn man irgendwie Tagesausflüge oder so machen möchte. Man hat hier natürlich tolles Panorama und ist einfach eine schöne Gegend hier. Also von daher ist es okay. Sonnenauf- oder Sonnenuntergang würde ich jetzt hier an dieser Stelle mal ausschließen, aber vielleicht liegt das einfach an meinem begrenzten fotografischen Auge, dass das hier tatsächlich nicht so richtig klappt. Aber um videofüllendes Material zu sammeln und ein paar Bilder für die Galerie hat es natürlich auf jeden Fall gereicht. Und ich mache mich jetzt nochmal zurück an den Erlensee und werde da nochmal schauen, ob ich dort den geeigneten Spot für den Sonnenaufgang finde, wie ich es ja mal vorhabe. Und schaue dann via Fotopilz auch noch, wann der im Jahr sein wird. Ich habe schon so die dunkle Vorahnung, dass das erst später im Jahr tatsächlich sein wird. Von daher lasse ich mich da aber einfach mal überraschen, ob ich überhaupt diesen geeigneten Spot tatsächlich so für mich ausmachen kann, so für mich finden kann. Von daher geht es für mich jetzt wieder zurück an den Erlensee. Ich habe keine Wahl. Ich muss da sowieso hin. Und wenn ihr dran bleibt, könnt ihr mich dabei begleiten. Damit sind wir durch für heute. Ich bin jetzt also nochmal zurück an den Erlensee gelaufen und habe tatsächlich einen Spot gefunden, an dem das Ganze passt mit einem potenziellen Sonnenaufgang. Das ist schon mal die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, ich habe es mir über Fotopilz angeschaut, wie ich es fast vermutet habe. Es ist noch ein halbes bis dreiviertel Jahr hin, bis dort die Sonne tatsächlich perfekt hinter dem Medibokus aufgehen wird. Es wird also im Dezember sein oder bis knapp in den Januar hinein. Ja, das heißt also, die Location wird mich auf jeden Fall nochmal wiedersehen, ja, während der Moorsee da halt so ein bisschen durchgefallen ist. Nicht, weil es keine nette Location ist, aber man muss immer bedenken, man hat ein bisschen Anfahrt bis dorthin und ob es das dann wert ist im Vergleich zu anderen Locations, die näher dran sind, das darf man dann gegebenenfalls halt auch so ein bisschen bezweifeln. Der Erlensee aber, wie gesagt, Top-Adresse
für Sonnenaufgangsfotografie definitiv. Sonnenuntergang könnte ich mir vielleicht auch vorstellen. Da habe ich jetzt aber nicht nach einem geeigneten Spot geschaut, weil es hier mittlerweile relativ voll ist und sehr, sehr viele Angler und Sonnenhungrige verweilen dann im Prinzip hier. Damit ist der Erlensee jetzt also auf der Foto-Bucket-Liste angekommen. Und das ist überhaupt so ein Tipp, den ich euch geben kann, wenn ihr gerne in der Landschaft fotografiert. Macht euch eine Liste mit potenziellen Spots und vermerkt euch auch, wann die besonders gut zur Geltung kommen, zu welcher Jahreszeit. So habt ihr, und vielleicht auch bei welchem Wetter, so habt ihr, egal zu welcher Jahreszeit, immer irgendwas auf der Liste, was ihr fotografieren könnt. Müsst ihr nicht lange suchen, könnt ihr in eure Liste schauen. Ich mache es mit der Excel-Tabelle ganz einfach. Und da ist das dann natürlich Gold wert, so eine Location zu haben. Ja, ich mache mich jetzt auf den Weg zurück nach Hause. Wenn euch das Ganze hier so ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Und wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt, dann gerne auch ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren. Dann werdet ihr nämlich auch informiert, wenn das nächste Video hochgeladen wird. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Zeit bis dahin und sage Tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.